Beijo, né? Estamos em férias. Leute, wir sind gerade tanken, weil Luca leer ist und so eine Tankstelle habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, also schaut sich das an. Ah, ja. Ja, wir haben gestern Challenges bekommen von lieben Menschen aus Österreich und die werden wir jetzt wohl machen. Marlene. Das war Challenge Nummer 4. Die machen wir jetzt ein Plakat malen mit den Kindern. Und also zwei Plakate, eines für die halbe 19 und eines für die Community. Yes! Danke! Oh mein Gott, Leute, da war gestern ein fetter Brand. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Denkt doch an die Kinder! Jo, wir gehen jetzt essen beim Long Lipo zu Hause. Heute ist der letzte Tag leider und ich freue mich schon auf das Dinner. Ja, das ist jetzt schon die dritte Runde. Wir trinken hier einen Reiswein. Ja, direkt um die Schöne Reiswein. Ja, ich wollte das trinken. Wir trinken den Reiswein. Das ist schon die dritte Runde und Long Lipo hat die dritte Runde angefangen. Das heißt, Marlene muss sie beenden. Ja, jetzt ist eigentlich die vierte Runde dran und Long Lipo sollte jetzt was trinken, aber er ist ein gebildeter Mann und er weiß, wo seine Grenzen liegen. Also, das meinte ich. Er weiß, dass es geht. Oh shit! Yes! Wir warten jetzt auf den Fisch noch Scenery und dann fahren wir noch Scenery. Wir nehmen auf den Streifen und so. Wie schaut sich auch schon die Legen an? Oh mein Gott, der weiße Füße. Ja. Scheiße, der ist weg. Das ist ein Fell, ist so unangenehm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass es, keine Angst. Lass ihn.
Sein Penis. Was? Du kannst keine Chance. Ja, also ich wollte den Affen angreifen und dann ist er auf meine Hand geklettert. Genau hier hat er seinen Penis hingelegt. Oh, schau mal, Lucy. Gott, ja. Ich fix Hepatitis oder AIDS. Glaubst du, Affe hatte AIDS oder Hepatitis? Nein, aber sein Penis hat sich bewegt. Hey Leute, wir sind gerade in Siem Reap angekommen, sind auch gerade eingecheckt in unser Hotel. Luca schläft gerade noch und Gabriel und Max schauen sich gerade den Markt an oder so. Ich schneide gerade den, schätze ich mal, vorletzten Vlog. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere geben wird. Das sollte jetzt auch online gehen. Also wenn ihr seht, ist er eh schon online. Und ja, ich schaue, dass ich noch einen letzten Vlog zusammenbekomme vom letzten Tag hier und eventuell von der Reise nach Hause. Perfekt.